Ich muss zuerst in den anderen Raum sehen. Warum? So deswegen. Ich bin Joe, also herzlich willkommen zu einem, ach wer hätte es gedacht, kleinen Indie-Horror-Einteiler. Wir spielen jetzt die Demo von Under. Allerdings ist es nicht das Under, das wir schon mal gespielt haben. Das spielt auf einem Schiff. Nein, das ist was ganz Neues, glaube ich zumindest. Also es ist, ja, es ist ziemlich neu. Und den Entwickler kennen wir allerdings. Wir haben ein Spiel schon mal von dem gespielt, das hieß Nyctophobia oder sowas. Da waren wir in so einem kranken... ich beschreibe jetzt wirklich Horror-Games, die eigentlich sich immer wiederholen, aber ja, das ist dieses Bild, da sind diese Mädels mit dem langen Haar, ja, vergesst es einfach. Versuch mal ein Horrorgame zu beschreiben, ne, oder irgendwas, was ich gemacht habe. Es sieht eigentlich immer gleich aus. Ich hoffe, wir erfahren mal was Neues hier. Ich sag immer mal Start. Spielt im Zweiten Weltkrieg übrigens. Kopfhörer tragen für eine bessere Erfahrung, ja, hier, hä? Okay. Da liegt mein Gewehr und mein Helm. Lass mich raten. Ich bin vielleicht schon gefallen im Krieg. Dezember 1941. Okay. Aha. Oh! Wo sind alle hin? Die Schrift ist aber klein. Der Fluch des 4K-Bildschirms. Okay. Hallo? Wo sind alle hin? Guck mal, wie sich das Blut hier ausschließlich auf dieses Viereck verteilt. Herrlich. Herrlich, herrlich. So. Da hinten ist eine Treppe, habe ich schon gesehen. Oh. Oh. Müssen wir da hoch? Oder müssen wir da rein? Ich renne mal ein bisschen, wenn ich kann. Ich bin erst neugierig, was hier ist. Hallo? Eine Luke. Die Luke untersuchen. Das muss der Weg sein, wo meine Kameraden hergegangen sind. Aha. Aber wie kann ich sie öffnen? Ach so, weil hier noch ein Helm liegt, ne? Wie kann ich sie öffnen? Ich brauche einen Lukenöffner. Da liegt eine... Ich glaube, das ist wirklich eine Tommy Gun, oder? Oder ist es das russische Gewehr? Ich weiß, wir hatten da schon mal unsere... Ja, Diskussionen in den Kommentaren. Bezüglich, was für eine Art Gewehr das ist, als wir Days Gone gespielt haben. Das ihr alle sicherlich gesehen habt. Okay, gehen wir einfach mal hier hoch und gucken, ob wir einen Schlüssel für die Luke finden. Oder was auch immer. Hier wieder diese quadratischen Blutdinger. Huch! Okay. Als ob man das Blut extra da drauf gelegt hätte. Kann ich eigentlich runterfallen? Okay, wir machen es mal, Tunnel für Tunnel. Was? Irgendwas nicht, wer rechts ist, sondern wer links ist? Hä? Das ist seltsam. Die Geräusche von Gewehrschüssen und Menschen, die schreien, wurden von Stille ersetzt. Ist irgendwas falsch? Es ist einfach ruhig geworden. Stop reading, genau. Stimmt, es ist dieselbe Engine, man merkt es. Was ist passiert? Haben wir gewonnen? Ist es vorbei? Gehen wir mal in höher. Ich würde mal sagen, wir folgen den Schreien. Überall liegen hier Helme rum. Was soll das sein? Wasserrohr oder was? Hallo?
noch mehr Helme, aber es wird immer dunkler. Es ist sehr dunkel. Es ist draußen. Noch ein Wasserrohr. Ist da ein Schatten? Okay. Aber warum muss das so dunkel sein? Mag das nicht. Oh, es ist wirklich groß hier. Ich muss zuerst in den anderen Raum sehen. Warum? Ach so, deswegen. Ja. Darf ich jetzt hier rein? Ah. Wer denn sonst einen Jumpscare verpasst? War es, Krieg ist nur ein Massaker von Menschen, die sich nicht gegenseitig kennen. Ah, will wohl einer Dieb werden hier. Das ist Gepolter. Ist wieder Licht. Nein! Loading! Wild. Okay. Pick up the bomb. Bombe aufheben. Okay. Gut. Time Bomb. Zeitbombe wurde aufgehoben. Können wir damit die Luke wegsprengen? Dafür ein Ladescreen? Was zur Hölle ist das? Ist wahrscheinlich hinter mir, oder? Ah, ich wusste es! Wo ging es denn hier hoch? Hier. Geh hoch. Vielleicht mag es kein Licht. Wie weit denn noch? Oh. Hab's gleich geschafft. Hoffentlich. Hoch oder runter, das ist die Frage. Okay, ich verwirre es. Es hängt in der Treppe fest. Das ist meine Chance. Ich hätte da hinten hingemusst. Ah! Das war ja doof. Habe ich noch die Bombe? Natürlich nicht. Also ich denke mal, ich muss mit der Bombe jetzt... Ah, jetzt kommt's. Was zur Hölle ist das? Die Sounds sind ja echt gruselig. Also, was mich jetzt gerade so ein bisschen verwirrt, das Spiel, was wir schon mal von dem Entwickler gespielt haben, das war tatsächlich besser. Und wir müssen daran denken, dass wir gleich einmal nach unten abbiegen. Das wird das die Ausfahrt nicht verpassen. Aber es ist wirklich sehr weit weg. Ich kann springen.
okay. Vielleicht, vielleicht. Hui! Hui! Guck mal, so können wir uns ein bisschen. So, siehst du? So, wo war die Hatch? Ich weiß nicht. Hier? Scheiße, die war woanders. Nein, die war doch hier. Finally escaped. Soldier, Kamerade, wach ab, wach auf. Kamerade, Kamerad. Wo bin ich? Was sagst du? Du bist... weiß nicht, wir gewinnen gerade. Wir gewinnen? Ja, der Feind gibt auf. Lass uns gehen. Ich bin aufgeregt, nach Hause zu gehen und keine Ahnung was. Kamerade, nein. Kamerad, nicht Kamerad. Nur die Toten haben das Ende des Krieges gesehen. Plato. So alt und doch so wahr. Ander. Naja, war nicht so. Hatten wir mehr davon erhofft. Aber das Monster-Design war ganz nett. Also fand ich doch ganz nett. Aber ansonsten war es halt, naja, ein kurzes Ding. Ihr wisst das, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.